Okay, wenn wir jetzt hier wieder reingehen, genau, ist die Musik wieder normal. Und wir können quasi, also es findet kein Challenge Cup momentan statt. Das heißt übrigens, dass wir jetzt einfach nur noch hier reingehen müssen, nochmal kurz mit einem reden müssen für... Ah ne, wir haben ja schon das mit Imakuni, glaube ich, hinbekommen. Genau, ja. Das heißt, wir machen nochmal einen Eintrag ins Tagebuch. Wir safe-staten. Safe-staten hier. Und reset. Dann schauen wir mal, ob jetzt schon Imakuni irgendwo aufzufinden ist. Einfach einmal durchschauen, quasi, in jedem Club. Hört man ja sofort in der Musik. Im Challenge Cup können wir eigentlich auch gleich nochmal nachschauen, ob da eventuell schon was... Challenge Hall. Ob da schon ein Challenge Cup irgendwie stattfindet. Ist ja direkt auf dem Weg, quasi. Ah, da ist er auch schon. Wunderbar. Der müsste, glaube ich, hier auf jeden Fall jetzt stuck sein. Wenn nicht, dann machen wir kurz einen Safe State. Schauen wir die Challenge. Okay, wunderbar. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Imakuni und dann direkt der nächste Challenge Cup. Wunderbar. Wer bist du denn? Ja, wissen wir alles schon. So. Feuerdeck haben wir raus, ne? Ja. Ja, das passt. Ja. Muss sagen, Galoppa ist definitiv mein absoluter Favorite hier. Momentan. Der klärt schon ordentlich. Genug zum Angreifen haben wir auch, glaube ich. Haben wir nicht. Verdammt. Ah, schon mal ein Evoli raus. Und Ulpix und Vulnona können wir eigentlich rausnehmen. Ich bin irgendwie diese komplette Platzverschwendung. Ja, sein Pokémon ist verwirrt. Wunderbar. So. Feuerenergie. Angreifen können wir noch nicht. Noch nicht, ne. Leider gerade hier zu schnell weggedrückt, deswegen weiß ich gerade gar nicht, was es genau macht übrigens. Letzten Endes die Pokémon Power, aber da können wir gleich nochmal nachschauen. Lass mal sehen hier. Beliebe für einen Schadensmarker von einem deiner Pokémon auf Lamus verschieben, solange du damit nicht kampfunfähig machst. Ja, momentan hat er eh nur Lamus draußen, von daher ist das nicht ganz so wild. Hauen wir mal ein bisschen was auf Evoli. Ach, wir haben einen Trank. Naja, aber sind zumindest gelähmt. Naja. Hoffen wir mal aufs Beste, dass wir einfach überleben. Eventuell noch eine Feuerenergie bekommen, das wäre natürlich ideal. Ja, na, wir sind leider gelähmt. Von daher können wir sowieso nicht angreifen. Verdammt. Aber ja, war übrigens Spielerzahl. Normalerweise bei Kopf hätte er 8 Karten jetzt ziehen dürfen und bei Zahl eben nur eine. Das heißt, das ging schon mal ordentlich nach hinten los für ihn. Okay, 30 Schaden oder 10? 30 Schaden, sehr gut. Hat er nicht weiterhin nur Lamus draußen? Ich glaube ja, ne? Ja, meint, war irgendwie klar, dass sowas passiert jetzt. Natürlich wieder gelähmt, aber wir können schon mal Energieabsauger benutzen. Dann kann er schon mal sich schon mal gehackt legen in der nächsten Runde. Ja, müssen wir Vulpix auf jeden Fall setzen, sonst sind wir halt, haben wir ein kleines Problem. Ja. Gut, wunderbar. Dann machen wir hier nochmal einen Rückzug-Hieb. Sehr gut. Ja, so langsam kommt das Glück, glaube ich, langsam wieder. Das ist sehr gut. Das ist vor allem auch sehr gut. Lavados. Damit können wir uns ja noch ein paar Feuerenergie eben holen. Ist Enton nicht resistent gegen Feuer? Ich meine ja. Aber zum Glück haben wir ja Evoli gerade draußen. Flamara? Leider nicht. Aber Feuerenergie ist auch gut. Keine Resistenz gegen Feuer. Sehr gut. Ja, mal Lavados. Machen hier unseren... unsere Pokémon Power Feuerspender und uns ein paar Feuerenergie aus dem Deck.
Immerhin zwei. Machen wir Lavados erstmal. Wir haben ja noch ein paar Feuerenergie auf der Hand. Ich bin noch ein bisschen. So ein bisschen, naja, für dieses Lavados. Weil ich habe einmal, ich weiß noch, habe einmal Lavados, dieses Lavados eben gespielt und habe die ganze Zeit Zahl bekommen und glaube ich sogar noch verloren dann. Deswegen. Nicht ganz so Hype für das Lavados, wann immer wir es einsetzen. Na gut, bisher hat so ein Song, habe ich das jetzt gemacht. Das war komplett bescheuert. Er greift sowieso nicht an, weil er hat keine Energiekarten auf ihm drauf. Von daher ist es Latex. Das hier wollte ich. Nice! Bisher, glaube ich, nur Kopf, also. I dig it. Außer bei Schwanzschlag, glaube ich, gerade, aber das ist ja. Oh ja, sehr gut. Das ist Latex. Definitiv. So, Lauchboy. Schauen wir mal. 30 Schaden, sie zu knechten oder nicht? Natürlich. Was auch sonst? Was auch sonst? Bei Porenta. Waren das nicht nur 3 Feuerenergie für Lavados? Yep. Okay. Upgrade. Ist trotzdem down im nächsten Zug. Oh, Moment. Raserei war, glaube ich, plus die, den Schaden, den wir haben, ne? 10 plus 10 weitere für jede Schadensmarke. Ja, genau. Ja, macht beides gleich viel Schaden, von daher ist es Latex. 30 Schaden oder 30 Schaden? 40 Schaden. Achso, 10 plus, ja. Okay. Also 10 Schaden macht es immer und dann halt noch plus die Schadensmarken, die wir haben. Und warum er nicht angreift, ist mir auch ein Rätsel. Defender brauchen wir eigentlich gerade nicht, von daher machen wir Biss. Bis dann, Porenta. Okay. Werde ich momentan zumindest nicht einsetzen, weil macht keinen Sinn. Wir haben ja 9 Karten auf der Hand und die sind gar nicht mal so schlecht. Genau, mach das auch nochmal. Das ist sehr gut. Sehr sympathisch auf jeden Fall, der Kollege. Definitiv. Ah, so viele Energiekarten hier auf der Hand. Aber leider keine Pokémon, denen wir es wirklich geben können, bei denen es auch Sinn macht. Machen wir im nächsten Angriff nochmal Biss, würde ich sagen. Weil mehr als 30 Schaden brauchen wir ja eh nicht. Spielen wir einfach eh nochmal. Klarer Fall für Defender. Bin mir ziemlich sicher, dass der auf jeden Fall Fleckmann rausholt und zumindest nochmal versucht, ein bisschen Schaden zu machen. Wobei das auch sogar in unsere Karten spielen würde. Weil wir dann eben mehr Schaden mit Raserei machen. Oh ja, Glumanda. Das heißt, jetzt können wir mal ordentlich Glumanda bzw. Glutexo ein paar Energiekarten auf jeden Fall mit an die Hand geben. Oh, bitte triff. Dann bist du im nächsten Zug komplett down. Naja, da war der Defender ein bisschen waste. Aber naja. Aber ja, Glumanda können wir nochmal ordentlich hier mit Energiekarten jetzt zu spammen. Für Glutexo dann natürlich. Sehr gut. Schon mal 40 Schaden für Porenta. Könnte sein, dass er down geht im nächsten Zug, unser Flamara. Außer er wirft logischerweise Zahl, aber ich glaube, das ist nicht mit inbegriffen. Oder er greift einfach nicht an. Geht auch. Trank, sehr gut. Wir müssen ja nichts riskieren hier, ne? Genau, nochmal eine Feuerenergie und eine farblose, glaube ich, war es dann. Oder waren es 2 farblose? Halt, falsch. Da brauche ich die Hand. Auf selbiger liegt es. Ja, genau, 3 farblose, naja. Haben wir 2 Glutexos oder nur 1? Wir haben 2 sogar. Ja, dann. Na denn. Kann man schon mal hier entwickeln. Zack. Mach nochmal ein Biss raus. Bis dann, Porenta.
Gott, noch ein Preis. Akani und wir haben... Fukano und wir haben Akani auf der Hand. So rum. Mit der Raserei hätte ich sowieso nicht angegriffen. Es wären 20 Schaden gewesen. Just saying. Moment. Glutexo macht 50 Schaden. Hat das resistent? Hat es nicht. Das heißt Rückzug. Da kannst du gerne so viel blockieren, wie du willst. Nehmen wir Glutexo, Flammenwurf, zack und Ende. Für Imakuni hoffen wir mal, dass wir jetzt hier ein paar Karten bekommen, die wir auch brauchen. Sprich, die wir noch nicht haben. Also schwer der Challenge Cup ist, so leicht ist Imakuni. Naja. Ah, da haben wir auch schon. Dreimal haben wir ihn jetzt Minimum besiegt. Das heißt, wir haben die Imakuni-Karte. Das heißt, das können wir schon mal rausstreichen. So. Gut. Achso, leider bekommen wir... Ja, leider bekommen wir keine Booster-Packung jetzt. Schade. Aber zumindest haben wir die Imakuni-Karte jetzt. Und was es macht, ist, dass unser angreifendes Pokémon verwirrt ist. Das heißt, wenn man gewinnen möchte, sollte man die Karte wahrscheinlich nicht in sein Deck mit reinnehmen. Gut, dann kommen wir zum zweiten Challenge Cup. Danach sollten wir... Genau, zweimal den Challenge Cup besiegen, dann bekommen wir Mew. Achso, Moment, vorher. Moment. Ich glaube, das haben wir schon gemacht, dass wir mit den Kollegen im Steinclub geredet haben für... Dafür, dass wir eben dann mit Ishihara tauschen können. Oder was, Kampfclub? Ich weiß gar nicht, werden wir mal schauen. Ich habe wieder gegen Pascal verloren. Ja. Entschuldige, hast du schon gehört? Jeder erzählt, dass Ishihara eine sehr seltene Karte tauschen möchte. Vielleicht solltest du ihn besuchen, ja. Okay. Gut, das hätten wir dann schon mal getriggert. Das heißt, eine sogar weniger. Lass nochmal safen. Better safe than sorry. Und nochmal ein kurzer Safe State. So. Yep. Erik. Psychoclub, ne? Wissenschaftsclub-Mitglied, ja. Gift-Deck. Super Vorzeichen. Oh, beide Flamaras. Wobei das hier auf jeden Fall besser ist. Und ein Trank, okay. Gegen das Gift-Deck schon mal sehr gut. Alles klar. Okay, nervig. Wow, da hat er ja direkt schon zwei super Pokémon draußen. Ironie. Okay. Aber wir haben Flamara, das ist schon mal das Positive. Wir haben Flamara und wenn wir das eben dann upgraden, können wir Gift oder Lähmung, wahrscheinlich Gift zuerst, sofort loswerden. Ist es ein Rettan-Deck oder was? Purist? Anscheinend. So. Drei brauchen wir, ja, um anzugreifen. Okay. Versuchen wir es mal. Aber wir können ihn im nächsten Zug down machen, wenn wir Kopf werfen. Oder wir gehen halt auf das andere und gehen weiterhin auf dieses Charming-Ding, dass er halt nicht angreifen kann. Feuerenergie. Wir brauchen Feuerenergie auf jeden Fall. Wir brauchen Feuerenergie. Oder Kampfenergie ist auch okay. Damit wir upgraden können auf... Yes! Auf Flamara. Sehr gut. Gift ist damit schon mal weg. Und damit ist auch schon mal das Rattan weg.
Sehr gut. Gut. Kann ich auch mitleben. Jetzt können wir da Giftspucke. Zumindest können wir Trank einsetzen. Dann haben wir schon mal so ein bisschen Giftschaden weg, aber das komplette Gift halt leider nicht. Gut. Könnte aber auch durch Raserei für uns zum Vorteil natürlich sein. Also wenn wir vergiftet sind. Okay, machen wir mal Vulpix raus, auch wenn ich das Pokémon absolut hasse. 10 Schaden und Konfusstrahl, Chance für Verwirrung, mehr nicht. Mehr ist es nicht. Müssen wir nur hoffen, dass er jetzt wieder nicht vergiftet. Oder dass er mit Wickel angreift, eins von beiden. Beides wäre nervig, ehrlich gesagt. Oh. War so klar. Dieser Lack, ne? Unglaublich. Jetzt sollte man mal neu lackieren, den Kollegen. Ponita! Der Retter. Okay, Trank wird sofort eingesetzt. Und dann schon mal Biss und dann war es das zumindest schon mal für das erste Rennen. Ein weiteres hat er noch auf jeden Fall, das ist klar. Aber das ist nur mit einer Pflanzenenergie ausgestattet. Das heißt, so gefährlich ist es noch nicht. Als dass wir uns da jetzt irgendwie die Zähne ausbeißen müssten an dem. Nevermind, müssen wir anscheinend doch, weil er hat 2. Das heißt, er kann mit Wickel angreifen. Und er kann uns lähmen. Wenn er das hinkriegt, haben wir ein Problem, weil wir eben nicht angreifen können dann. Und halt nicht mit unserem Raserei aus den Vollen schöpfen können. Aber 50 Schaden müssen wir jetzt machen. Ja. 50 Schaden. Das heißt, das Rettern ist ebenfalls down. Nur noch einen Preis danach. Läuft. Von hinter können wir ebenfalls schon mal ein bisschen tanky machen hier. Wunderbar. Raserei, Junge. Und down mit dem Rettern. Ja, aber Flamara ist so oder so down wegen Gift. Selbst wenn er jetzt nicht angreift. Einmal hier 10 Schaden, genau, und dann bevor wir wieder angreifen halt angreifen können. Aber, nee, wir machen 30 Schaden mit Flammenpfad, leider. Das heißt, Hornlio ist nicht sofort down. Aber es müsste, er braucht ein Wunder auf jeden Fall, um jetzt noch zu gewinnen. Wir können auswechseln, ist kein Ding. Rückzugskosten müsste nur 1 sein, von daher passt das. Ja, kleiner Waste aber für die Feuerenergie, aber naja. Und leider ist ja die Schwäche Psycho, nicht Feuer. Nevermind! Dann war es das für Hornlio. Gut. Und dann war es auch schon für Erik. Super Anwärter, den ihr da rausgesucht habt. Okay. So, damit wäre Erik schon mal raus. So, wen haben wir jetzt hier? Okay, das ist Elektro. Julia. So, dann machen wir natürlich einen Safe State. So, wie sich das gehört. Safe das Ganze nochmal. Und dann nehmen wir das Stoned Fighters Deck. Wahrscheinlich hat er ein paar Flug-Pokémon drin. Einfach nur, um mich ordentlich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aber mir ist es ja Latex. Falls dem so ist, können wir immer noch aufs Burning Passionsfrucht Deck wechseln. So ist es ja nicht.